Manchmal hat man das Gefühl, dass Allah fern von einem ist. Man fühlt sich vergessen. Nichts klappt so, wie man möchte. Man denkt, dass man die Gunst Allahs verspielt hat. Meine lieben Geschwister, so ein Denken ist gefährlich. Man vernachlässigt seine Gebete. Man ist antriebslos. Der Gedanke von Allah fern zu sein und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit spiegelt sich immer mehr in den Handlungen wider. Man ist, um diesen Zustand zusammenzufassen, am Boden. In so einer Situation ist man anders, als es zu sein scheint, nicht verloren. Allah subhanahu wa ta'ala kennt seine Diener. Allah hat uns mit dem Koran Heilung herabgesandt. Richtig, der Koran ist Heilung. Alles, was man dafür tun muss, ist, sich dem Koran zuzuwenden. Sich noch intensiver mit dem Koran zu beschäftigen. Vernachlässigt man den Koran und gibt man sich auf, so hat der Shaitan gewonnen. Er hat es dann geschafft, uns in die Irre zu führen. Gegen einen Zustand wie anfangs beschrieben, finden wir eine Lösung in der Sura Ad-Duha. Denn die Sura ist beispiellos. Die Sura wurde in einem Umstand herabgesandt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam 6 Monate lang keine Offenbarung erhalten hat. Unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam war traurig, weil sich Allah ihm nicht mehr zuwandte. Sodann nach 6 langen Monaten offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala: بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bei der Morgenhelle. Das Erste, was man jemandem sagt, der am Boden liegt und hoffnungslos ist: Wach auf! Es ist nicht alles schwarz und düster. Und der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Allah subhanahu wa ta'ala hasst dich nicht, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er subhanahu wa ta'ala hat dich nicht vergessen. Genauso hasst Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht. Er vergisst uns auch nicht. Und das Jenseits ist wahrlich besser für dich als das Diesseits. Und dein Herr wird dir wahrlich geben und du wirst zufrieden sein. Das, was kommen wird, ist besser für dich. Und sehr bald wird dir Allah subhanahu wa ta'ala reichlich geben. Er subhanahu wa ta'ala wird dich glücklich machen. Was für eine schöne Nachricht. Hat er dich nicht als Weise gefunden und dann Zuflucht verschafft? Frag dich selbst, als du krank warst, wer hat dir Genesung gegeben? Als du ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen warst, wer hat über dich gewacht und dich irregehend gefunden und dann recht geleitet? Waren wir nicht irregeleitet, bevor wir praktiziert haben? Und dich arm gefunden und reich gemacht? Wie vielen von uns hat Allah subhanahu wa ta'ala Wohlstand geschenkt? Viele Menschen haben nicht einmal einen Bruchteil von dem, was wir haben. Gedenke all jene Sachen, die dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Nichts ist selbstverständlich, liebe Geschwister. Sei nicht nur mit dir selbst beschäftigt. Denke an denjenigen, denen es schlechter geht. Was nun die Weisen angeht, unterdrücke sie nicht. Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Und was den letzten Schritt angeht, und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Danke Allah subhanahu wa ta'ala für alles, was er dir gegeben hat. Alhamdulillah.